Kapitel 11.8 Masjids mit Gräbern. Solche Masjids sind im Hinblick auf ihren Ursprung von zwei Arten. A. Ein Masjid, den man über ein Grab gebaut hat, und B. ein Masjid, in den später ein Grab hineingebaut wurde. Es gibt selbstverständlich keinen Unterschied, was das Gebet in ihnen betrifft. In beiden Fällen ist Salah in ihnen verabscheut, selbst wenn man dem Grab keine Beachtung schenkt. Es ist sogar haram, also verboten, falls Salah in Richtung des Grabes beabsichtigt wird. Mit solchen Masjids muss jedoch unterschiedlich verfahren werden. Erstens, ein über ein Grab errichteter Masjid sollte zerstört und das Grab auf die Höhe des Bodens gebracht werden, wenn über dem Grab ein Bau besteht. Da solch ein Masjid ursprünglich ein Grab war, sollte es in seinen normalen Zustand zurückversetzt werden. Zweitens, ein Masjid, in dem man ein Grab gesetzt hat, sollte intakt gelassen werden. Jedoch muss man das Grab entfernen und somit den Masjid in seinen ursprünglichen Zustand versetzen.